Termingeschäfte. Immer mehr verlagert sich Weihnachten nach vorn. Das Weihnachtsfest Söms ja eigentlich nicht. Bloß die Vorbereitung. Bina ist das ja auch zu verstehen. Die Schokoladen-Osterhasen, die nicht köft und Obstbaten worden sind, waren ja nicht einfach wegsmähten, sondern im Karg tau wie Nachtsmänner. Und ich denk mi, Schokolade hört sich auch in de Köln-Hüser nicht ewig. Ich hab mal wat lest von Kakaobutter oder sowas. Und bevor der ranzig wart, möt der Tüks fix wieder in Geschäftsmarten waren. Lick wenn en August oder Anfang September de Temperaturen inner 20 Grad afsacken deit, lenkt dürrum der Handel uns Gedanken ob Weihnachten. Dat kennen wir ja nur ein lang und schimpfen dort nicht mal mehr über. Wir uns sind dörf, aber hitzig so belöten sogar der Heiligabend noch föhren verlegt. Nicht ob'm anderen Dach, nee, blut wird die Klugentee andrückt. Und dat liegt an Kurt. An den dicken Kurt, der auch Kuddel nannt ward. Kuddel ist nämlich die Weihnachtsmann wie uns. Der einzige, der möglich ist, all u Tradition und wegen sin Stimm. Der hätte mit 60 Zigaretten jeden doch über 40 Jahre so lang hinkriegen, dass sie sich so anhört, als wär hier wirklich durch das eiskolde Weltall mit sin Slänen zu uns runterkommen. Das ganze Jahr lang mag Theodor allerdings keinen Gebrauch von. Der poor Wirt, der hier sagt, flüstert hier binor, denn Kurt, ob schon sie 2,5 Centner wägt, ist ein, der gar nicht opfüllt. Immer still, bescheiden, durchholend. Darum glöben bei uns die Kinder auch ganz lang an den Weihnachtsmann. Denn sie können sich nicht vorstellen, dass diese Stimm und diese Augen, die unter Larv Rut glummen und für den man immer die Wahrheit sein möt, zu Kuddel gehören. Wenn er nämlich sein Kostüm anhat, geht Kuddel bannig und sie grot. Denn ist er nicht mehr Kuddel, denn ist er der Weihnachtsmann. Mit alles, was ihm es himmlische Macht taustet. Naja, ganz so himmlisch nicht. Der Sarg hätten Pferdfot und mit den Pferd de Düvel Alkohol zu machen. Kuddel trinkt nämlich gern ein. Und Weihnachtsbenzin, das hält für ihm denn nicht bloß das rote Tüks antrecken. Nee, ihm mögt auch inwendig die strafende und lohnende Gerechtigkeit worden. Und dort mögt er sie in Schüchternheit überwinden. Und das mag er mit Köln. Nur mit man weten, dass Kuddel bestellt ward. Richtig, mit Klunkentät und so. Kuddel nimmt alle Termine an. Der erste Auftritt geht dann so um Mütsch 0,8 bis 0,9 Promille für sich. Damit das klar ist. In kein Familie wird Kuddel wat anbeten. Hier wird er auch gar nicht dringen. All wegen dat Vorbild für die Kinder. Und dann weckt ja auch de Larv davon ab. Nee, erst wenn hier wieder ob de Straat ist. Klappt he den Weihnachtsmann für sin Snuten nach oben und gönnt den Menschen do achtern, tüchtigen Schluck, oder twee. Und dann geht he wieder tau den nächsten Instanz. Den Rest können sich vorstellen. Nicht, dat Kussel so sachten richtig besogen ward und nicht mehr kann. Nee, hier hüllt sich. Aber jichtwanns fährt Kuddel nicht mehr die Kinder in Oaks, sondern die Öllern. Und wunderbar, Bora Wies, fällt Kuddel eins, was sich achter Tautrögen vorhängen, wie uns so abspält. Das ist sag, müsst stürt und rängelt waren und wohns ist ja klar. Je ihrer hier kümmt, umso weniger Promille und umso weniger Wahrheiten. Und so ist das nun kam, dass das bei uns liegt nach Ostern im tätigen Weihnachtsmann-Termine bei Kuddel geht. Die ersten sind inzwischen natürlich auch die dürsten. Früher hätte jed ein Auftritt 20 Mark, leder 20 Euro kost, Kuddel hexelt mit dat Umregen nach de Krögers recht. Aber dann hätt ein ihm 25 Boden für den ersten Termin. Und Geld verdarft nicht bloß den Charakter von Menschen, sondern auch den von Heiligabend. Über die Summen, die obst uns so toll waren, wird's dis wie ihm bewort. Dit jo, so wat munkelt, schall Kuddel bi unsern Bürgermeister allmorgens kluck selben zur Bescherung kommen.
der hätt den Kindern wat von Zeitverschiebung vertellt. Und dat die Wissenschaft gut regnet hat, dat just um diese Tiet dat Christkind da in den Stall to Bethlehem geboren worden is. Kuddel ist dat egal. Der ist Nachmittag mit alles durch, sit in sin Kök, zählt sin Schiens und kann sich, wenn he dat noch schafft, denn noch einen vergnügten hellig oben mogen. Termingeschäfte. Immer mehr verlagert sich Weihnachten nach vorne. Das Weihnachtsfest selber ja eigentlich nicht, bloß die Vorbereitungen. Beinahe ist das ja auch zu verstehen. Die Schokoladen-Osterhasen, die nicht gekauft oder aufgegessen worden sind, werden ja nicht einfach weggeschmissen, sondern umgekocht zu Weihnachtsmännern. Und ich denke mir, Schokolade hält sich auch in Kühlhäusern nicht ewig. Ich habe mal gelesen von Kakaobutter oder sowas, und bevor die ranzig wird, muss man das Zeug schnell wieder ins Geschäft geschmeißen. Gleich, wenn Ende August oder Anfang September die Temperaturen unter 20 Grad absacken, lenkt darum der Handel unsere Gedanken wieder auf Weihnachten. Das kennen wir ja nun alle lange genug und schimpfen da nicht mal mehr drüber. Bei uns auf dem Dorf aber hat sich so langsam sogar der Heiligabend nach vorne verlegt. Nicht auf einen anderen Tag, bloß was die Uhrzeit angeht. Und das liegt an Kurt. An dem dicken Kurt, der auch Kuddel genannt wird. Kuddel ist nämlich der Weihnachtsmann bei uns. Der einzige, der möglich ist, so aus Tradition und wegen seiner Stimme. Die hat er mit 60 Zigaretten jeden Tag über 40 Jahre lang so hingekriegt, dass es sich so anhört, als wenn er wirklich durch das eiskalte Weltall mit seinem Schlitten zu uns runtergekommen wäre. Das ganze Jahr lang macht er davon aber keinen Gebrauch. Naja, die paar Wörter, die er sagt, die flüstert er beinahe, denn kurz, obwohl er 2,5 Zentner wiegt, ist einer, der gar nicht gerne auffällt. Immer still, bescheiden und zurückhaltend. Darum glauben die Kinder bei uns auch ganz lange an den Weihnachtsmann. Denn sie können sich nicht vorstellen, dass diese Stimme und diese Augen, die aus dem Bart hervorgucken und von denen man immer diese Wahrheit sagen muss, zu Kuddel gehören. Wenn er nämlich sein Kostüm anzieht, geht Kuddel ordentlich aus sich raus. Dann ist er nicht mehr Kuddel, dann ist er der Weihnachtsmann. Mit allem, was seine himmlische Macht so ausmacht. Nun ja, ganz so himmlisch nicht. Die Sache hat einen Haken. Und geht mit dem Teufel Alkohol zusammen. Kuddel trinkt nämlich gern mal einen. Und Weihnachtsmann sein? Das heißt für ihn nicht bloß das rote Zeugs anziehen. Nein, er muss ja auch die strafenden und lohnende Gerechtigkeit walten lassen. Und dazu muss er seine Schüchternheit überwinden. Und das macht er mit Köhm. Nun muss man wissen, dass Kuddel bestellt wird, richtig mit Uhrzeit und so. Kuddel nimmt alle Termine an. Der erste Auftritt geht dann so mit 0,8 oder 0,9 Promille vor sich. Damit das klar ist, in keiner Familie wird Kuddel was angeboten. Er würde da auch gar nichts trinken, schon alleine wegen dem Vorbild für die Kinder. Und naja, das geht ja auch mit dem Bart nicht so gut. Nee, erst wenn er wieder auf der Straße ist, dann klappt er den Weihnachtsmann vor seinem Mund so ein bisschen nach vorne und gönnt sich dem Menschen hinter diesem Bild einen tüchtigen Schluck oder zwei. Und dann geht er wieder zur nächsten Instanz. Den Rest kann man sich vorstellen. Nicht, dass Kuddel so richtig besoffen wird und nicht mehr kann. Nee, er hüllt sich ein bisschen zurück. Und mit einem Mal stehen bei Kuddel nicht mehr die Kinder im Vordergrund, sondern die Eltern. Und wunderbarerweise weiß Kuddel alles, was sich so hinter zugezogenen Vorhängen abgespielt hat bei uns. Die Sache muss dann schnell geregelt werden. Und eins ist ja wohl klar. Je eher er kommt, umso weniger Promille und umso weniger Wahrheiten. Und so nun ist es so gekommen, dass bei uns gleich nach Ostern der Streit um die günstigen oder die frühen Weihnachtsmanntermine bei Kuddel losgehen. Die ersten sind nämlich inzwischen auch die teuersten. Früher hat ein Auftritt 20 Mark gekostet, später 20 Euro. Kuddel hat sich mit dem Umrechnen nicht so gut getan, genau wie die Krögers. Aber dann hat ihm einer 25 geboten. Für den ersten Termin.
Und Geld verdirbt nicht bloß den Charakter von Menschen, sondern auch den von Heiligabend. Über die Summen, die heutzutage gezahlt werden, wird Stillschweigen gewahrt. Dieses Jahr, so munkelt man, soll Kuddel bei unserem Bürgermeister schon morgens um 7 zur Bescherung kommen. Der hat seinen Kindern was von Zeitverschiebung erzählt und dass die Wissenschaft ausgerechnet hätte, dass genau um diese Zeit das Christkind im Stall zu Bethlehem geboren worden ist. Kuddel ist das egal. Der ist nachmittags mit allem durch, sitzt in seiner Küche, zählt seine Scheine und kann sich, wenn er das noch schafft, noch den richtig vergnügten Heiligabend machen.